Herzlich willkommen an diesem Sonntag wieder bei uns in der Pfarreiengemeinschaft. In dem Fall an einem ganz bestimmten Platz und aus einem ganz bestimmten Grund. Ich selber bin leidenschaftlich bei uns in Schweinfurt an der Rathenau-Schule. Und dort heißt es im Augenblick, weil die Zahlen gestiegen sind, mit Maske zu unterrichten. Corona bestimmt unser Leben. Hier an dem Platz, an dem ich stehe, da feiern wir unser Johannesfeuer. Da sitzen wir bis tief in die Nacht. Da heißt es ganz einfach, das Feuer, den Ausblick zu genießen. Und viele von euch denken im Augenblick an München. Und da heißt es so mit aller Klarheit, Oktoberfest fällt aus. In der Zwischenzeit hat es sich herumgesprochen, auch das Weihnachten mit den Advents- und Weihnachtsmärkten fällt aus. Und in manchen Gebieten, Fasching fällt aus. Corona einfach verändert, greift unmittelbar ein. Alles, was uns Spaß macht, was uns so richtig gefällt, ist mit einem dicken, fetten Fragezeichen versehen. Können wir es machen? Und wir sind dabei, still und leise so dieses Ausfallen zu akzeptieren. Weil wir im Augenblick etwas Wahnsinniges spüren. Wir Menschen sind verwundbar. In der Zwischenzeit wissen wir, jung und alt, dass jede Generation von diesem Virus betroffen ist. Wir merken und spüren, dieser Virus packt uns und wirft uns nieder. Wir spüren unsere Verwundbarkeit. In wenigen Wochen, da ist Totensonntag. Da ist der Gedenktag von Allerheiligen, aller Seelen. Wir sind auf den Friedhöfen. Und wer hat nicht einen Bekannten zu beklagen? Wer hat nicht genau das erlebt, dass einer, mit dem er heute gefeiert war, morgen völlig von der Krankheit, vom Tod, von dem Virus gepackt und sozusagen niedergestreckt wurde? Wir spüren unsere Verwundbarkeit. Und damit wird ein uraltes Symbol in unserer Kirche wieder lebendig. Genau wir stehen hier, wo wir feiern, am Kreuz auf der Höhe. Im Augenblick richten wir unseren Blick auf dieses Kreuz. Das, was so direkt in der Mitte ist, was uns so in den Blick fällt, ist diese Wunde. Dieser Jesus am Kreuz zeigt seine Wunde. Und wie viele Familien haben im Augenblick genau diese Verwundung erlebt? Eine von ihnen verstarb. Eine hat genau diese Erkrankung. Und wer hat im Moment nicht diesen ganz tiefen Schrecken? Hoffentlich werde ich nicht gepackt von diesem Virus. Wir alle tragen körperlich, als familiäre Gemeinschaft, ganz persönlich, seelisch diese Wunde. Und damit steht das Kreuz ganz neu in der Mitte. Der zeigt seine Wunde. Der macht ganz einfach offenbar, wir Menschen sind verwundbar. Und deswegen brauchen wir eine tiefe Solidarität, eine tiefe Verbundenheit. Und das, was mir im Augenblick so gefällt, auch wenn es vielfach umstritten ist, all diese Papiere von Rom. Franziskus, der Mann in Rom, lädt ein zu einer weltweiten Verbundenheit, dass wir in einer tiefen Solidarität die Wunden hegen und pflegen und füreinander Sorge tragen. Unser altes Bild von der Kirche, dieser Gekreuzigte mit der Wunde. Wer hat es in der letzten Zeit nicht erlebt? Wer hat es nicht gespürt? Und wer kennt nicht diese eigene Angst, morgen könnte die Wunde bei mir einkehren. Das, was ich mir wünsche, das, was ich uns allen wünsche, eine ganz, ganz tiefe Solidarität, weil jeder heute verwundbar ist und weil jeder vielleicht selber Wunden an seinem Körper, Wunden in seiner Seele trägt. Auf einen schönen Sonntag mit dem Wissen und mit dem Werden. Von einer tiefen Verbundenheit, weil wir alle verwundbar sind.